Hallo und herzlich willkommen zu den Readings für den Neumond am 23.12. Ja, 23.12., ein Neumond im Steinbock und ein ganz besonderer Neumond, nämlich auf 1 Grad Steinbock. Ja, 1 Grad Steinbock in die Energie hineingehend, also ich fühle es wie einen kompletten Neuanfang, ich fühle es wie eine Samenlegung, du bist ja an einem Punkt angekommen, an dem es nur noch in eine neue Richtung geht. Das ist das, was ich gerade wahrnehme. Ich mache hier heute mal für die Elemente Readings ein kurzes Intro, denn ich möchte es nicht alles einzeln erzählen, sondern hier einmal. Ich packe dir das Intro vor die Videos und schreib dir aber auch unten in die Infobox dann noch mit rein, wann du das Intro überspringen kannst. Ja, ich habe hier die Karte rausgelegt. Neumond im Steinbock. Your hard working is paying off. Also deine harte Arbeit zahlt sich aus. Das, an dem du ja, vielleicht das ganze Jahr 2022 gearbeitet hast, vielleicht sogar auch schon länger, vielleicht eine ganze Weile auf deinem Weg, all das zahlt sich jetzt aus. Also deine Mühen werden belohnt. Altes darf abgeschlossen werden, Neues darf sich zeigen. Und ich finde es ziemlich spannend, weil gerade auch in meinem Leben ganz, ganz viel Umbruch ist. Mein ganzes Tun und Wirken gestaltet sich um. Ja, aber nicht nur um, sondern es fühlt sich so viel tiefer an, so viel mehr in mir, in der Essenz angekommen. Und ja, ich wünsche mir für dich, dass ich dir diese Essenz deines Lebens auch öffnet. Also, jetzt stell dir diesen Steinbock vor, wie er da seinen Berg erklommen hat und oben auf dem obersten Absatz sitzt und schaut sich dieses Panorama an. Ja, und genau so darfst du mal einen Rückblick halten auf dein vergangenes Jahr, vielleicht auf mehrere Jahre zurück. Welche harte Arbeit zahlt sich jetzt für dich aus? Ja, ihr Lieben, das lasse ich jetzt so stehen, einfach als Gedanken vorneweg. Ich tauche jetzt in die einzelnen Elementegruppen ein und bevor ich das mache, gibt es hier noch einen kurzen Trailer, ein kurzes Schmankerl für dich und ich wünsche dir da viel Spaß und ja, dann auch gleich bei deinem Reading, ob nun Erde, Feuer, Wasser oder Luft. Ich freue mich auf dich. Meine lieben Feuerzeichen, Widder, Löwe, Schütze, herzlich willkommen zu diesem Neumond-Reading für den 23.12. Ja, wenn du Sonne, Aszendent, Mond im Feuerzeichen Widder, Löwe oder Schütze stehen hast, dann freue ich mich mit dir jetzt hier in eine Orakelkarte und dann in das Tarot zu schauen. Und zwar mit der Frage, welche Richtung zeigt dieser Neumond an? In der Fortsetzung schaue ich dann nochmal tiefer und zwar mit der Frage, was liegt im Unbewussten und darf noch erkannt werden? Also erkennst du gerade schon, dieses Video wird eine Fortsetzung haben. Genau, den Link, wie immer, findest du den unten in der Infobox und wenn du draufklickst, wirst du direkt weitergeleitet. So, meine lieben Feuerzeichen, jetzt geht's los. Widder, Löwe, Schütze. Neumond am 23.12. und welche Richtung zeigt dieser Neumond an? Eine Botschaft bitte für meine Feuerzeichen. Welche Richtung zeigt der Neumond an?
Hui, oh, ja, ich glaube, dieser Neumond hat es in sich. Und meine lieben Feuerzeichen, das Ass der Schwerter, triumphaler Erfolg, würde ich jetzt mal sagen. Also hier geht es um eine ganz klare Entscheidung mit diesem Neumond. Und ja, vielleicht hast du dich schon dazu entschieden, dass eine wirklich harte Zeit hinter dir liegt und du jetzt bereit bist, neue Wege zu gehen, vielleicht sogar auch direkt das umzusetzen, was du gelernt hast. Ich bin gespannt. Wir schauen jetzt mal, was das Tarot dazu sagt. Ohohoho! Die Hohepriesterin. Deine Intuition ist gefragt, mein liebes Feuerzeichen. Ja, die Intuition, vielleicht, dass da ein Feuer in dir brennt, was dich manchmal direkt ausbrennt oder übers Ziel hinausschießen lässt, so als Widder. Eine Intuition, dass dein Löwefeuer wirklich stabil und zuverlässig brennt, oder ein Schützefeuer, wo die Intuition sagt, fokussiere dich. Alles unter der Prämisse, hier eine Entscheidung zu treffen. Ja, die Hohepriesterin, das ist deine innere Stimme, die hier zu Wort kommen möchte und die dir hier womöglich eine neue Richtung anzeigen möchte. Wir schauen mal, was es hier noch gibt. Ach, guck mal. Zwei Karten. Der Mond und die fünf Kelche. Wovor fürchtest du dich, mein liebes Feuerzeichen? Der Mond, das ist nochmal, wie die Hohepriesterin auch, deine Intuition, deine Tiefe. Hier kommen allerdings die Ängste hinzu. Und mit den fünf Kelchen haben wir hier eine etwas traurige, melancholische Energie, wo du vielleicht direkt auch mit Ängsten konfrontiert bist, wo du vielleicht ja ein bisschen dich davor fürchtest, was, wenn es die falsche Entscheidung ist. Was, wenn ich die Energie der Entscheidung nicht halten kann? Was, wenn Ängste hochkommen? Was mache ich dann? Ich glaube, dass diese fünf Kelche mit dem Mond hier das auf den Tisch bringen, was du dir schon länger mal anschauen darfst und wo es jetzt gilt, eine ganz klare Entscheidung zu treffen. So, was haben wir denn hier noch? Oh, nochmal zwei Karten. Oh. Ja, meine lieben Feuerzeichen. Guck mal. Das Ass der Kelche und das Ass der Münzen. Eine Goldmünze in deinem Herzen. Einen Taler für deine Gedanken. Aber hier eher einen Taler für deine Gefühle. Du hast hier schon das Ass der Schwerter. Also, dieser Neumond, ich habe es im Intro schon gesagt, auf 1 Grad Steinbock, der setzt hier wirklich kraftvolle Impulse und der lässt dich hier ja ein Stück weit bereit sein. Du stehst hier bereit für das, was kommt. Du hast dir deine Ängste angeschaut, du erkennst die Samen, die Geschenke, die dir hier gemacht werden und du bist bereit. Super spannend. Was haben wir denn hier? Ach, an der Unterseite. Guck mal, da haben wir den Ritter der Schwerter, der ja gerne mal über so Gefühlsdinger drüber geht, ne? Der Ritter der Schwerter, der reißt hier alles nieder, der vertraut zwar seinen Instinkten, aber der ist sehr, sehr kopfgesteuert und der bringt hier einiges an Geschwindigkeit mit. Vielleicht ist es eine Energie, die du aus der Vergangenheit heraus kennst
Und wenn da hier die Hohepriesterin mit ihrer Intuition und Feinfühligkeit auftaucht, bist du vielleicht sehr schnell dabei, diesen Ritter der Schwerter rauszuholen, weil nämlich hier mit den Ängsten und mit dieser Traurigkeit etwas berührt wird in dir, was du dir lange nicht anschauen wolltest, was aber definitiv jetzt an der Zeit ist, dass du es dir anschaust. Und das finde ich spannend, denn im Grunde genommen, liebes Feuerzeichen, bist du bereit. In der Tiefe bist du bereit. Du stehst hier mit deinem Surfbrett und wartest auf die perfekte Welle. Deine Intuition sagt dir das schon, auch wenn du die manchmal nicht hören möchtest. Doch dein Herz und dieses innere Gold, dieses innere Feuer, das sagt dir, ich bin bereit. Was eine abgefahrene Energie hier. Und ich möchte jetzt nochmal eine Ebene tiefer schauen. Also was liegt im Unbewussten und darf noch erkannt werden? Womöglich hier die Ängste, die da auftauchen, aber auch die klare Entscheidung, die du treffen darfst. Vielleicht darfst du dich entscheiden, bereit zu sein. Ich bin es. Ich freue mich auf dich.